Was mit dir? Mr. Unbekannt? Gefunden? Wir können ihn suchen gehen heute. Du, ich glaube, den finde ich nicht mehr. Wie läuft es bei dir und Dasha? Digga, ja, Dasha ist ganz nett und die ist auch recht süß und so, aber... Digga, keine Ahnung, Mann. Ich will sie erst mal ein bisschen mehr kennenlernen. Also ich kann jetzt nicht davon sprechen, dass ich sie liebe, oder? Mann, ich habe so Kopfschmerzen von gestern. Es geht nicht wirklich. Aber es hat sich gelohnt. Mit Hannes, die letzte Nacht? Das war echt nice. Voll der sweete Dude, Alter. Ja. Ich freue mich voll, dass du wen hast. Und was mit dir? Mr. Unbekannt? Gefunden? Wir können ihn suchen gehen heute. Du, ich glaube, den finde ich nicht mehr. Der ist irgendwie weg oder so. Vielleicht war ich auch betrunken und habe es mir nur eingebildet. Man weiß es nicht. Okay. Was mit Mo? Ja, also, ich muss jetzt mal gleich mal los, Lisa, ne? Renn mir nicht weg! Sag mal, ich verstehst du auf Lisa, Digga. Sag mal ehrlich. Wo ist dein Problem? Wie kommst du drauf? Sag doch nicht, wo ist dein Problem, Digga. Das merke ich doch. Sag mal ehrlich. Ich meine, ich könnte verstehen, Digga, die ist schon heiß. So ist nicht, aber sag mal ehrlich. Ist cute, keine Ahnung. Was heißt denn ist cute? Junge, sag doch mal jetzt. Findest du die geil oder nicht? Wenn du schon so fragst, ja. Aber warum fragst du so? Ich mein's ernst. Ich hab gestern schon keine dummen Sprüche gemacht. Das steht auf dich. Also, er ist ja ganz nett, aber er ist nicht mein Typ. Komm, ich weiß, er ist manchmal ein bisschen crazy. Aber ich glaube, der kann auch ganz anständig sein und der mag dich. Und er sieht aus wie ein Typ, der Erfahrung gemacht hat. Das heißt, Jungfräulichkeitssache. Ja. Du. Noch ein bisschen lauter, damit es vielleicht alle hören. Ja, die sind eh auf einem anderen Planeten. Ich muss jetzt los. Zur Abwechslung räumst du auf. Okay. Tschüssi. Sag doch jetzt einfach. Ich meine, wenn ich da landen kann, dann kann ich landen, weißt du? Aber was heißt landen? Ist dein Landen wieder bei dir so die Nummer so von wegen, yo, alles was nicht bei 3 auf dem Baum ist, hau ich weg? Oder ist dann schon so, wo du sagst, so Beziehung? Ja. Ich könnte mir sogar mehr vorstellen. Krass. Okay. Also, Timo, das ist mein Freund. Was denn, Digga? Wie läuft's bei dir und Dasha? Digga, ja, Dasha ist ganz nett und die ist auch recht süß und so, aber... Digga, keine Ahnung, Mann. Ich will sie erst mal ein bisschen mehr kennenlernen. Also, ich kann jetzt nicht davon sprechen, dass ich sie liebe oder so. Ey, Jungs, ich hab gerade euer Gespräch mitbekommen. Also, ich bin eigentlich nur hier, um möglichst viele geile Mädels aufzuweisen. Oder eine geile Professorin. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, Träume sind ja da zum Leben, ne? Klar, auf jeden Fall. Ja, komm, ich auch. Viel Spaß hier dabei. Genau das ist das, was ich meine. Was denn? Was machen wir hier überhaupt? So los, der Junge. Weil hey, der wird keiner abkriegen, gut ist doch nichts mehr. Wo ist meine Zahnpasta? Digga, ich muss jetzt aber zur Biochemie, ja? Also du musst jetzt hier leider alleine weitermachen. Ich will vorher wissen, wo meine Zahnpasta ist. Digga, hier stehen so viel Zahnpasta, rum nimm noch irgendeine. Fuck mich nicht ab, nimm doch die dort. Krass, Lisa, was geht? Hi. Du warst doch auch im Biochemie gerade ganz hinten, oder? Ja. Ey, ich sag dir ehrlich, ich habe gar keinen Plan. Ich verstehe gar nichts. Wirklich. Sag mir nicht, du verstehst was da drin. Es ist nicht einfach, aber es ist die Grundlage für alles. Aber wenn das die Grundlage für alles sein soll, dann kann ich doch jetzt meine Bücher nehmen und einpacken. Also jetzt mal wirklich, ich verstehe nichts. Ja, vielleicht gib dir das weiter, das habe ich bekommen. Was ist das? Biochemie für... Biochemie für Blödis. Soll ich damit anfangen? Meinst du, es hilft mir? Ja. Krass, dass du so von allem so den Plan hast. Ich meine, du hast hier die Bücher am Start, hier liegt alles von dir. Ich mag es einfach gern, ein bisschen organisiert zu sein. Ja, wenigstens einer hier auf der Bank, der organisiert ist. Sag ich dir so, wie es ist. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Von nichts. Ich frage mich, wofür brauche ich das denn überhaupt alles? Biochemie, ich kann damit nichts anfangen. Wofür? Also ich zum Beispiel will Meeresbiologin werden und deswegen fällt es mir gar nicht so schwer, das zu machen, wenn ich daran denke, was ich alles machen kann mit dem Meer, Plastik und so, ne? Meeresbiologin? Ja, wenigstens weißt du, was du danach machst, ne? Du nicht? Naja, guck mal, also eigentlich wollte ich Medizin studieren, beziehungsweise eigentlich sollte ich Medizin studieren. Meine Eltern wünschen sich halt, dass der Sohn Medizin studiert, das hat halt aber nicht für den NC gereicht. Und jetzt denke ich mir halt, dass ich mit Biochemie mir halt irgendwie ein paar Scheine sammeln kann fürs Medizinstudium. Aber so wie es aussieht, scheitere ich ja schon hieran, ne?
Na ja, wirklich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber... Was ist das denn für ein Idiot? Aber du, sag mal, wir haben da ja sowas bekommen, ne? Hier diese, was hat er gesagt, Seminaraufgabe oder so? Seminaraufgabe? Genau. Du, wie sieht's denn aus? Hättest du irgendwie Zeit und auch Lust, mir zu helfen? Bitte jetzt mal ohne Spaß, ich habe keine Ahnung. Du bist doch, also ich weiß, dass du es kannst und ich weiß, dass du es mir auch in 5 Minuten erklären kannst, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung. Bitte, tu mir den Gefallen, du kannst auch nicht Nein sagen. Okay. Wirklich? Ja. Niemals. Ach. Ehrlich? Oh, wie geil, Mann. Übertrieben nice. Wirklich. Können wir gleich anfangen, weil ich glaube, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jetzt musst du das nur noch addieren und dann hast du es schon. Das war's. Das soll es dann gewesen sein. Das war die Rechnung, ja. Also du hast mir jetzt gerade in 5 Minuten die ganze Sache easy erklärt und ich habe da drin in Stunden nichts verstanden. Ja. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Ey, krass, Mann, wirklich Dankeschön, ehrlich. Kein Problem. Du, ich glaube, hier neben mir sitzt die neue Nachhilfelehrerin von Hannes. Nee, du, weißt du... Also, wenn du Lust hast. Ich habe keine Zeit, weißt du, ich muss ja auch selber lernen und so. Ich weiß nicht, ob das dann... Ich kann dich auch bezahlen. Also, ich kann jetzt nicht irgendwie mit Geld umherschmeißen, aber ich könnte dich immer ordentlich zum Essen einladen. Guck mal, du kannst auch eigentlich gar nicht Nein sagen. Jetzt hast du mir ja schon geholfen. Das heißt, eigentlich schulde ich dir heute schon ein Essen. Das heißt, wir müssen jetzt was essen. Pizza, Pasta, Burger, was willst du? Du kannst eh nicht Nein sagen. Ich habe eigentlich gerade nicht so... Du kannst nicht Nein sagen. Pizza, Burger, Pasta. Vielleicht Pizza? Pizza? Also bestellen wir jetzt Pizza. Hier hinten gibt es einen Italiener, der soll richtig gut sein. Der macht richtig gute Pizza, Spinaci mit Gorgonzola. Nehmen wir den, ja? Also Pizza. Haben wir gerade Pizza gehört? Wir sind zu zweit. Hey, alles gut bei dir? Alles gut? Ja, alles gut. Schön, euch zu sehen. Wow. Geht ab, warte. Alles weg? Krass, was hast du? Lernen. Ja, ich habe jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass ich jetzt für alle ausgebe, aber naja. Für mich sowieso. Ja, na klar. Also wir sind auf jeden Fall dabei, weil wir hatten mega den abgefuckten Orientierungsrundgang in der Bib. Ich verstehe gar nicht, warum man überhaupt diese Bücher noch ins Regal tut, wenn man alles online hat. The fuck? Egal, Pizza. Salami. Salami? Salami. Mais. Mit, also Margarita mit Mais. Margarita mit Mais? Und du? Pizza? Welche Pizza? Fungi. Was? Pizza Fungi. Pizza Fungi, ja? Okay. Ja, dann bestellen wir mal für alle Pizza, ne? Mann, ich hätte schon echt gerne Mais gehabt. Es tut mir doch leid, ich kann nichts dafür. Ich bin nicht der Pizzabäcker. Wenn er sagt, es geht nicht, dann geht's nicht. Aber Margarita war doch auch in Ordnung, oder was? Ja. Na, also. Hat geschmeckt? Mhm. Hat. Was? Leute, viel wichtiger, ihr habt keinen Geschmack, weil wer isst die Kruste mit? Jeder normale Mensch isst die Kruste mit. Schmeckt über, das ist so von der Pizza einfach das Beste. Warum lachst du jetzt? Weil sie es auch immer schon so gegessen hat. Ja, das ist halt einfach das Geilste. Aber scheiß drauf. Das sind halt einfach wir beiden die Einzigen, die hier Ahnung im Raum haben. Habt ihr Lauf gegessen? Danke. Passiert nur einmal in der Müll. Wo war das mit dem Müll nochmal? Dann geh ich raus, dann die Treppe. Ich komm einfach mit dem Check. Ja, das wollte ich doch hören. Danke. Danke. Was läuft bei dir heute Abend noch? Mit Mo, ein kleines Date. Könnt euch kennenlernen, ein bisschen connecten. Ich verziehe mich mit Hannes, dann hast du Freibad. Nein. Und außerdem wollte ich heute Abend noch zur Marketing. Ich meine, wie lange war ich schon nicht mehr da? Die denkt wahrscheinlich, ich wurde aufgefressen oder so. Maike ist eine erwachsene Frau. Und du auch. Ganz ehrlich, gib Mo doch eine Chance. Vielleicht, der mag dich, das passt, das ist gut. Und wer weiß, was heute Abend noch läuft? Nein, garantiert nicht. Nein? Warte mal. Okay. Dann, wir gehen mal einen Film gucken, ne? Warte mal. Ja, wir gucken einen Film. Viel Spaß. Danke. Schnell, ne? Ja. Sollen wir irgendwas machen?
Klar, warum nicht? Ist nicht dein Ding, zocken? Nee, nicht so. Wir können einen Film gucken. Ich weiß nicht. Einen Film gucken. Wirklich einen Film gucken, nicht das, was du denkst. Also, ich hab Filme da. Nee, weißt du, bei dem Wetter in meiner Heimat wäre ich jetzt bestimmt irgendwo am See oder so. Vor allem bei dem Herbst. Hast du einen Freund in deiner Heimat, oder? Nee. Aber ich meine, ich will auch gerade gar keinen Freund. Das ist auch so okay so, ich meine. Ja. Ich weiß, was wir machen. Frag nicht. Lass mich nur kurz meinen Rucksack packen und dann gehen wir, okay? Lass dich überraschen. Okay. Hi. Lisa, fummeln könnt ihr auch später. Wir sind jetzt da, die Location, die Mo geschickt hat, aber ihr seid hier halt nicht. So, wir warten jetzt, ne? Es ist halt einfach typisch, Mo. Weißt du, er lädt uns hier zu irgendeiner Party ein. Ja, hier müsst ihr herkommen. Ist ja geil hier. Aber wo ist er wieder? Wieder nicht da. Steht wahrscheinlich wieder irgendwo da und guckt sich irgendwas an und dann, was ist das? Ich mag Züge. Ja, ohne Spaß jetzt. Was machen wir jetzt? Na, wie, was machen wir jetzt? Na, wir gehen jetzt hierher. Wir sind jetzt hier alles hergelaufen mit dem ganzen Zeug, dass wir jetzt hier stehen bleiben. Okay. Komm jetzt. Ja, ah, okay. Hannes. Ja. Einbruch 101 ist so, dass man erstmal guckt, ob jemand da ist und dann einbricht. Okay, und heute machen wir es einfach so. Heute brechen wir zuerst ein und dann gucken wir, ob jemand da ist. Komm jetzt. Hannes. Komm doch einfach. Alter, wenn da jemand ist. Hast du gerade Angst oder was? Nein, ich habe keine Angst. Es geht einfach darum, dass ich weiß, wie man irgendwie einbricht. I had a dream, you're doing cool shit. Have adventures on your own. Du hörst Taylor Swift. Man kann ja nicht immer perfekt sein, ne? Alter, komm, Hannes, da steht betreten verboten. Hier ist safe jemand. Und wer soll denn hier sein? Die Schilder hängen doch überall in der Stadt. Ja, okay. Komm jetzt. Okay. Mein Gott. Ey, was geht ab? Ruhig, Technik. Ganz entspannt, was ist los bei euch? Wie? Hä? Mo hat uns Bescheid gesagt. Hier soll mit die Quatsch steigen, Mann. Ey, krass, euch zu sehen! Was? Auf Party, oder was? Sind wir dabei? Natürlich. Ey, wir sind die Party. Ich bin die Party. Ja, wir auch. Ey, hast du Alkohol? Ich glaube, ich habe Alkohol. Okay, Friedensangebot, ich schieß mich nicht mehr ab. Ist das in Ordnung, oder nicht? Was? Softgetränke dabei? Wofür denn? Junge, willst du mich verarschen? Oh, ganz hart heute. Los geht's! Ja, komm, auf geht's. Ja, das ist echt so. Wir haben ich habe eine Sprache, die zwar Lisa und Mo bekommen, die kommen halt nicht mehr. Die kommen nicht mehr. Wohnen sie jetzt miteinander oder was? Nee, Dings. Mo wurde der ganze Rucksack geklaut und die war jetzt bei der Polizei. Ja. Die waren die ganze Zeit Anzeiger, starten alles weg. Ja, richtig. Ja, wahrscheinlich. Und ich bin der Weihnachtsmann, das würde ich auch sagen, wenn ich vögeln will. Das ist Quatsch. Warum willst du damit? Das ist meine beste Freundin, halt mal dein Maul. Hey, wow. Komm mal kurz mit, bitte. Ein Scheißproblem. Ja, fuck, das war kacke, ne? Aber wie redest du denn mit dir? Ja, ich weiß, das war kacke. Ja, natürlich war das kacke. Mann, Alter, ich hab. Irgendwas ist mit Lisa los. Und es stresst mich halt. Das ist. Ich liebe sie über alles. Das ist so. Sie ist meine Schwester, weißt du? Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich weiß, wenn irgendwas falsch ist. Ich weiß das. Ich weiß, wenn es ihr kacke geht und irgendwas verheimlicht sie. Jetzt hab ich die voll angemacht, deswegen. Und was denkst du jetzt? Mann, keine Ahnung. Ich mach mir noch Sorgen. Okay, ich hab's verdient! Ich schwöre, ich hab's verdient! Leg die Waffe weg. Patrick kommt nicht, ich hab gerade mit ihm telefoniert. Hier ist Jill, kannst du dir denken? Ich wollte nur sagen, wie scheiße du eigentlich bist, weil du bist einfach scheiße. Was soll die Scheiße? Steig ins Auto. Okay, warte mal kurz. Darf sie jetzt nicht mal mehr was mit Freunden machen, oder? Kann es sein, dass
Maike und Sam sich vielleicht nicht umsonst Sorgen machen um dich. Vertrau mir. Das ist super. Danach bist du topfit.